wiederholt gibt es Stimmen, die meinen, ja, wie schaut es denn da aus? Ne? Ja, wie schaut es denn da aus? Fürchterlich schaut es hier aus. Ne? Die Sache ist die, ein Staat, der reich ist und alles penibelschön gestaltet, Straßen, Gehwege, Verkehrszeichen, Ampeln, was es nicht so alles gibt, ist ein reicher Staat. Ne? Ein reicher Staat. Doch der reiche Staat, im reichen Staat, sind die Bürger verhältnismäßig arm. Ja, jetzt hat der Horst gemeint aus Deutschland, na, in Deutschland sind wir doch nicht verhältnismäßig arm zu Costa Rica, ne, wo es so aussieht. Ja, doch, doch. Ne. Verhältnismäßig auf jeden Fall. Also in Deutschland gibt es zwar nicht solche Gehwege und auch kein Gras mitten auf der Straße. ja, dafür äußert sich die Armut eben darin, dass man viel arbeiten muss, viel und das ganze Leben. Wir Leute, die mittellos sind und kein eigenes Haus haben, die bekommen ein Haus geschenkt vom Staat, und zwar ohne Miete. In 10 Jahren geht es dann ins Eigentum über, ist mietfrei. In Deutschland oder in Österreich oder wo immer, da gibt es die Mietsklaven, die ein ganzes Leben angetrieben zum Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Darum ist dieser Staat dann auch relativ reich, weil er durch dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten auch nur Steuern, 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 Steuern gezahlt werden. Also ein reicher Staat hat verhältnismäßig arme Bürger. In Österreich kenne ich die Zahlen. Da werden 75% des Budgets der eingenommenen Steuern verwendet zur Förderung von Betrieben. Und das sind nicht irgendwelche kleinen Bäckereien oder Eisenhandlungen, sondern das sind die großen Multis. Da kommt das ganze Cash hinein. Da wird investiert, die sind steuerfrei, zahlen keine Steuern. Amazon wurde schwer gefördert, keine Ahnung wozu. Wahrscheinlich wollen Politiker sich da ein Dürl offen halten und dann einmal Aufsichtsrat werden oder irgendwas dergleichen. Ne? Zahlt aber keine Steuern. Da kann man nichts machen, heißt es. 75% des Budgets, ja, in mafiöse, korrupte Systeme und Seilschaften. Ja. Hier wird das ganze Geld für die Menschen ausgegeben. Die Korruption gibt es auch, aber verhältnismäßig wenig. Kindergärten umsonst, Essen umsonst, Schulen umsonst, die Busse führen die Kinder umsonst in die Schule. Es gibt auch Essen dort, Universitäten frei, natürlich auch die Medizin. Es kann hier jeder ein kleines Geschäft aufmachen, einfach hier auf der Straße. Die Polizei kommt selbst und kauft ein. Es gibt privates Lotto. Die kleinen Leute werden in Ruhe gelassen. Es ist ja auch in Deutschland und in Österreich nicht anders, dass diese ganzen kleinen Betriebe meistens GmbHs ja gar keine Steuern zahlen. Aber sie werden genötigt. Mit Finanzamt da und dort, mit Buchhaltung da und dort, mit Konzessionen da und dort. Ja. Bürokratie, die... Ja, das ist kein Reichtum, das ist keine Freiheit. Hier werden die kleinen Leute in Ruhe gelassen. Ja, es gibt auch Leute, die machen sich dann Friseurladen auf oder verkaufen das Gemüse aus dem Garten oder aus der Plantage, fahren Taxi, keiner fragt. Konzession oder nicht. Das ist Reichtum, Leute. Das ist Reichtum. Freiheit, Selbstbestimmung und nicht den Staat im Nacken, der kassiert, kassiert, kassiert und dann auch noch dir erzählt, ja, du hast eine Wohnung vom Staat und du bekommst diese Unterstützung vom Staat und diese und diese. Das wird dir alles vorher weggenommen an Steuern, an Beschränkungen und anderen Auflagen.
und wird nur zu einem kleinen Teil an dich wieder zurückgegeben. Necesita devolver billetes de loto numeros. Ich muss Lotto Nummern zurückgeben. Parquet, nur funktioniert. Die Lotto-Nummern haben nicht funktioniert, muss ich wieder zurückgeben. Ja, bitte wohl wer. Ja. Cambia de otros. Ya pasa el tiempo. Ay, Dios mío. 09, 14, 20. Da kann man sich die Nummer aussuchen. El 27, el 29, 31. Ich bin froh, dass es hier so ausschaut. So buckelig die Straßen. Ja, und stört mich nicht. Es gibt keine Löcher, in denen Menschen verschwinden. Das ist wichtig. Das stört mich überhaupt nicht. Das ist in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich kein einziges Mal restauriert worden. Da spart man sich nur Geld, Steuern und die Menschen leben in Freiheit. Das ist ein Kontrollwahn, dass immer alles so abgeschleckt sein muss, wie in der Schweiz oder in Bayern. Habe ich das vor 30 Jahren schon bewundert, ja, wie das alles abgeschleckt ist. Ja. Also immer jede Ritze muss sofort ausgefüllt werden und neu bemalt werden. Ja. Das ist ein Kontrollzwang. Ja. Das ist ein Konkurrenzgeist ohne Ende. Ja. Das macht doch nicht glücklich, das ist doch kein Wohlstand. Wie dieser Druck auf den Menschen lastet und wie sie den weitergeben, ja, ist sich hassen gegenseitig und Missgunst und mir lieber so, es wird hier zwar regelmäßig gekehrt, ja, aber die Straßen sind halt, da steht ein bisschen das Wasser, ja, so ein bisschen stehen, ja, dafür habe ich meine Freiheit. Immer wieder treffe ich Leute aus Costa Rica, die in Deutschland zum Beispiel gelebt haben oder in Österreich, einen in Salzburg, die sind spätestens nach 2 oder 3 Jahren geflohen, bis hierher. Ja? Keine Leidenschaft, ja? Kein Leben, kein Esprit, keine Freiheit. Ja? 2 hatten eine deutsche Freundin, ja? Und sie haben so gelitten unter dem Kontrollzwang, ja? Die ständig irgendwelche Anordnungen, ständig irgendwelche Befehle. Ja? Ja, dieser Kontrollzwang, ja? Man muss ja schaffen, ja? Damit man eben über die Runden kommt, damit man die Miete zahlen kann, Strompreise, ja, die in den Himmel gewachsen sind. Da ist mir lieber, der Gehsteig schaut so aus. Da bin ich froh, dass der Gehsteig so aussieht. Wenn ich diesen Gehsteig sehe, ja, da geht mein Herz an. Immer mehr schaut vor und ich höre wieder Costa Rica. Da kann man sich die Nummer aussuchen. El 27, ja? El 29, 31, 35.